Die Anlage müsste hier irgendwo sein. Vorwärts geht's nur mittendurch. Hast du das auch gesehen, BD? Wir sind hier nicht allein. Weiter geht's, BD. Versuchen wir es nochmal. Was denkst du, ist das für eine Anlage, Kumpel? Centauri Cree sagt, sie enthält den Schlüssel nach Tenalor. Sie scheint das auch zu denken. Wir finden es heraus. Hallo, meine lieben kleinen Jedi-Wölfe. Wir sind zurück bei Jedi Survivor. Und ja, wir hatten uns ja mit der lieben Dame da unterhalten, haben noch das kleine Tierchen ausgestreichelt und wollen jetzt mal bei der gucken, wie es hier so aussieht. Ich habe irgendwas kaputt gemacht. War das jetzt falsch? War das richtig? Wo muss ich lang? Hier sieht es... Was? Oh, da unten sind Sturmis. Oh, da oben sind auch Sturmis. Oh. Ich glaube, die Sturmis haben Kopfschmerzen gekriegt. Hast du gesehen, worauf sie geschossen haben? Ein Spionagedroiden? Also irgendjemand interessiert sich für diese Gegend. Vielleicht sind das die Raiders? Ja, könnten die Raiders sein. Könnten natürlich auch das Imperium sein. Aber, oh. Enden wir besser nicht wie der hier. Hui, was ist das denn da hinten? Es sieht nicht so freundlich aus. Was? Ich höre irgendwas. Oh, oh, der kommt auf uns zu. Der kommt auf uns zu. Ich düse mal ab hier, Leute. Tschüss. Zack. Und hopp. So, ich glaube, der kommt hier nicht rüber. Was meinst du, Kumpel? Machen wir einen kleinen Umweg? Was ist das denn jetzt schon wieder? Auf jeden Fall kommen wir hier rein. Und wo führt uns das Ding hin? Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist wieder irgendwas Jedi-Tempel-Verstecktechnisches, was wir hier entdeckt haben. Nur, wo führt uns das Ganze hin? Wo geht's auf? Ach, da. Willkommen, Jedi. Centauri Cree. Okay. Der Weg, den wir beschreiten müssen, ist für uns nicht immer sofort sichtbar. Nur durch Geduld, Nachdenken und die Weisheit der Macht wird er erscheinen. Okay, wenn du mir das so sagst, dann wird das wohl irgendwie stimmen. Heißt das, dass mir hier jetzt irgendeine Prüfung gestellt wird, oder wie? Okay, da geht's nicht weiter. Wusch, ich leg mal den Hebel um. Ah, okay, mit dem Hebel bewege ich das. Oh, hier haben wir wieder so ein Kügelchen. Ups, komm mal her, Kügelchen. So, damit kann ich was machen. Und zwar das. Ui, und damit öffnet sich eine Brücke. Nur irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Brücke mich nirgendwo hinführt, oder? So, wir schieben mal das Ding darüber. So, jetzt haben wir hier eine Brücke. Da drüben scheint irgendwas zu sein. Ich soll vielleicht ein bisschen besser aufpassen, wo ich langlaufe. Ich habe auch eigentlich gar nichts gesibbelt. Hab kein Jedi-Meat getrunken. Also... Sie glauben also, dass etwas hinter dem Abyss ist? Richtig. Ein Planet. Nun, okay. Hoffentlich ist er den Aufwand wert. Ja, hoffentlich. Ich weiß nur noch nicht genau, was hier... Oh, geht. Da geht auf jeden Fall schon mein Fahrstuhl ab. So, okay, hier ist noch was. Jetzt frage ich mich natürlich... Centauri Cree hat noch nie vor einer Herausforderung zurückgeschreckt. Nein, und bei dieser speziellen Aufgabe scheint sie besonders engagiert zu sein. Okay, jetzt bin ich irgendwie wieder am Anfang, oder? Bin einmal im Kreis gelaufen. Naja, nicht so ganz. Ich bin ein kleines Stockwerk tiefer als da, wo ich reingekommen bin. Aber... So, jetzt kann ich die Kugel hier hochholen. Aber ich komme mit der Kugel bestimmt nicht hier durch, ne? Nee, wird nix. Okay. Können wir also schon mal knicken? Ich kann schon mal sagen, da komme ich nicht lang. So, jetzt bin ich ein Zielwurf, wollte ich sagen, und wollte einen Drei-Punkte-Wurf machen. Nur anstatt zu werfen, habe ich fallen gelassen. So. Aber jetzt ist es wieder da drin. So. Und was kann ich hier jetzt machen? Jetzt bin ich wieder, okay, wieder rüberlaufen. Das kann doch nicht sein, ich muss doch mehrere Kugeln haben, oder nicht? Täusche ich mich jetzt hier? Wenn ich jetzt da hochfahre, kann ich mir von da oben irgendwie, von da hinten die Kugel
holen? Nee. Das Ding scheint kaputt zu sein. Was ist das da hinten? So genau kann ich das noch nicht sagen, aber wir müssen uns das hier alles mal genauer angucken. So. Also wenn ich jetzt die Kugel da wegnehme, dann würde ich abstürzen. Das ist klar. Und wenn ich das Ganze jetzt hier einmal umlege und hier rüber flitze, gibt es da eine Möglichkeit, nee, eine Möglichkeit zu klettern gibt es nicht, aber ich kann hier anscheinend irgendwas zerbrechen. Boom. Nee, so, rausziehen. Zack. Oh, wir haben ein weiteres Kügelchen. BD, was meinst du? Können wir das mitnehmen? Können wir das gebrauchen? Bestimmt, ne? So. Dann wollen wir das Kügelchen mal mitnehmen. Düpp, 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 düpp. So, das packen wir dann mal hier rein. Zack. So, hat das irgendwas gebracht? Hat das irgendwas bewirkt? So wie es aussieht, nichts. Aber da hinten gibt es so eine Art Wandlauf. Aber wie komme ich da hin? Interessante Mundo. Oder auch nicht. Oder verwirre Mundo, könnte man auch sagen. Man könnte auch sagen, ein verwirrter Wolf, der nicht weiß, wo er hin soll. Aber... So, wir legen das einmal ab. Schieben das da um. Nimm das wieder mit. So. Zack. Jetzt haben wir eine weitere Kugel. Damit fahren wir jetzt mit dem Fahrrad. Und gucken doch mal, wo uns das Ganze hinführt. Achso, nee. Der Fahrstuhl. Oh nein! Okay, wenn man die zu lange liegen lässt, gehen die kaputt. Das wusste ich gar nicht. Hallo, wo ist die Kugel jetzt hin? Habe ich jetzt Mist gebaut? Kann ich das jetzt hier nicht mehr lösen? Oder was ist hier los? Was habe ich denn jetzt angestellt? Da oben ist keine Kugel. Oder ist die jetzt in dem Ding, wo ich das zuletzt reingepackt habe? BD, kannst du mir irgendwie helfen? Ah, nee, da ist die Kugel. Okay, gut. Ah, dann ist das sozusagen eine Art Kugelspeicherpunkt. Gut. Dann müssen wir die jetzt wieder mitnehmen. Und ich darf die nicht zu lange liegen lassen. Gehen die eigentlich auch kaputt, wenn ich die trage? Nach einer gewissen Zeit, wenn ich die zu lange trage? Ich hoffe mal nicht. So, den... Okay, ich war eben dumm. Ich habe den Fahrstuhl nicht gesehen. Ich dachte, ich muss den runterholen. So, so, da rein. Zack. Und... Ui, okay, da... Das scheint etwas kaputt zu sein. Sollte trotzdem irgendwie, sollte man darüber kommen können zur Not. Aber erstmal nehmen wir jetzt die hier. So. Was ist das hier schon wieder? Oh, ein Fahrstuhl schon wieder. Okay, damit fahre ich hoch. Da ist eine Tür. Oder ein Durchgang. Komme ich hier jetzt weiter? Ja, aber nicht sehr weit. Da scheint eine Tür zu sein. Dahinter ist aber noch eine Kiste. An die will ich gerne ran. Okay, irgendwie brauche ich hier denn noch wieder eine Kugel. Um etwas aufzubauen. Da hinten bräuchte ich auch eine Kugel. Dann könnte ich auch hier eine Brücke bauen. Okay, anscheinend kann ich mit dem Wandlauf hier einmal rumstolzieren. Hey, 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 hey. Aber so einfach scheine ich da nicht ranzukommen, oder? Okay. Können wir hier auch wieder runterfahren? Nee. Und darüber gibt es anscheinend auch eine Verbindung. Könnte ich von hier aus darüber springen? Ui, da sehe ich, da drüben kann man auch Wandläufe machen.
Okay, ich kann mich hier irgendwie von Ort zu Ort eigentlich ganz gut bewegen. Aber das Ding ist, wenn ich diese Kugeln trage, kann ich diese ganzen Läufe und Sprünge mit Sicherheit nicht machen. Das wird nicht funktionieren. Also muss ich mir jetzt einen Plan überlegen, wie ich jetzt wo die Kugeln positioniere, damit ich die hier am besten hinkriege. Um dann gewisse Punkte zu aktivieren. Oh, Entschuldigung, Leute, mir ist so warm, ey. Meine grauen Zellen arbeiten nicht so... Oh, optimal, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das Rätsel ist eigentlich gar nicht so schwer. Aber meine überhitzte Wolfsbirne will nicht so ganz, wie ich gern würde. So, ich hole jetzt dich erstmal wieder runter. Dann fahren wir wieder hoch. Oder? Kann ich von hier aus die Kugel hier rüberholen? Sieht schlecht aus. Also fahren wir erstmal hoch. So, denn... Gucken wir uns das hier nochmal an. Wir gehen hier auf die Brücke. Und können wir von hier aus die Kugel erreichen? Ja! Super, okay. Die Brücke da unten brauche ich ja derzeit nicht. Das heißt, ich kann jetzt hier einmal mitnehmen... sollte aber schnell arbeiten, bevor mir die Kugel hier zerfällt. So, schnell. Wusch. So, schnell Kugel wieder nehmen. Zack. Und dann kann ich die hier reintun. Zack. So. Jetzt habe ich eine Brücke nach da drüben. Da ist auf jeden Fall irgendein Interaktionspunkt. Eine Sackgasse? Was soll denn das? Okay. Nein, ich kann das lösen. Ja, ich bin ganz seiner Meinung. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich das auch kann. Aber ich hätte mir das Ding gar nicht angucken müssen. Aber okay, doch, ist eigentlich eine gute Idee, weil dadurch kriege ich ja immer wieder Erfahrungspunkte. So, jetzt habe ich eine Brücke nach darüber. Ich dachte eben, ich kann da vielleicht rechts rein. Aber vielleicht kann ich denn von hier hinten rein. Nee, hier ist auch wieder nicht, kein Durchgang. Oh, ey. Mein Padawan ist ungeduldig. Ja, ich auch. Waren wir das einst nicht alle? Die Frage ist, wie er es überwindet. Ja, mit Geduld und Spucke würde ich sagen. Ja, danke, BD1. Ich habe auch schon verstanden. Oder auch nicht. Aber hier ist auch nichts weiter, ne? So, warte mal, kann ich von hier oben... Ne, die Kugel ist, glaube ich, zu weit weg. Zu weit weg. Zu weit weg. Damit kann ich nichts anfangen. Ja, was ist denn BD? Steht da irgendwas Interessantes, was ich nicht lesen kann? Kann ich hier irgendwas aktivieren, betätigen? Hm? Nö. Also, was willst du? Was macht hier? Ach, da ist was! Okay. Ein geheimes Treffen. Ein Treffen mit wem? Sind das Tore? Kann man die vielleicht doch irgendwie öffnen? Wenn ich in diesen einen Raum da reinkomme vielleicht? Ich verstehe hier irgendwie gar nichts mehr. Ich bin jetzt verwirrt. So, aber ich nehme dich jetzt erstmal mit. Und jetzt will ich mal gucken und diesmal nicht fallen lassen, sondern werfen, ob ich es schaffe, von hier aus das Ding darüber zu... Ja, das müsste rein optisch funktionieren. So, jetzt habe ich hier... Ja, würde ich sagen... Hier die Brücke. Okay, habe ich jetzt alles gelöst oder wie? Ich denke, wenn ich jetzt so bam mache... Okay, jetzt für die Brücke da lang. Das heißt, ich komme da wieder raus. Da oben ist... Ach, das ist wieder so ein Meditationsschrein, ne? Da kriege ich wieder Machtessenz. Das heißt, ich werde hier wieder stärker. Wahrscheinlich ist das die Hauptaufgabe des, dieses, sagen wir mal, Schreins, Tempels, den wir gerade trainieren. Aber ich bin damit noch nicht ganz zufrieden, denn ich will noch in diesen einen Raum rein, wo ich diese Kiste gesehen habe. Die Problematik, die ich habe, das ist, dass ich jetzt aber keine Ahnung habe, wie ich da rankomme. Das heißt, es muss noch irgendeine weitere Lösung geben.
um hier was zu machen. So, und dafür müssen wir definitiv hier rüber. Oder hat sich der Raum jetzt geöffnet, nachdem wir... Nee. Okay, ich muss irgendwie es schaffen, hier noch eine Kugel hinzukriegen. Um irgendwelche Sachen dann zu aktivieren. Ups. Ich bin zu weit weg. Okay, so, wir nehmen die Kugel mal wieder mit. Und packen die hier hin. So, dann haben wir hier wieder die Brücke. So, darüber komme ich nicht. Da gibt es keinen Durchgang. Aber, so wie es aussieht, kann ich da eine Kugel reinballern. Oh, da oben ist ein Loch. Gut, okay. Jetzt weiß ich, was ich ungefähr machen muss. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich die nächste Kugel, also die andere Kugel, die hier noch rumschwirrt, hier rüber bekomme. Damit ich sie da oben reinwerfen kann. Oder gibt es hier irgendwie noch eine weitere Kugel, die sich versteckt hat? Also entdecken kann ich derzeit nichts. Dann muss es doch die da unten sein. Aber wie das Ganze funktioniert, das werden wir uns natürlich erst morgen anschauen. Ich bin mir sicher, dann kriegen wir das Rätsel hier schon geknackt und können weitermachen in diesem Wald. Ich hoffe, euch hat es heute trotzdem wieder gefallen, trotz dass ich nicht so ganz firm im Kopf bin und ein bisschen länger braucht zum Knattern und Raddern bei der Hitze. Aber wenn ja, lasst gerne noch eine positive Bewertung da, das würde mich sehr freuen. Außerdem schreibt mir was Nettes in die Kommentare. Und natürlich, wenn ihr mich unterstützen wollt, keine Videos mehr verpassen wollt, lasst gerne noch ein Abo da, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns nämlich morgen wieder. Also, bis dahin, euer Cooper der Wolf. Au! Sagt Bye-bye.